So, ihr habt ja schon auf dem Bild das per digital gesehen. Das kam hier so bei mir an, außer das Kabel hier dran. Da habe ich einen USB-Stecker. Das ist für Spannung in und die Lastanschluss. Das ist eine elektronische Last. Steht hier auch drauf, Elektronik-Load. Könnt ihr selber mal googeln. Leider macht sie nicht das, was sie soll, in dem Sinne, was ich gedacht habe, was sie macht. Ist aber nicht so schlimm. Das geht trotzdem nur halt nicht so, wie ich gedacht habe, dass es geht. Aber ich brauche trotzdem ab und zu mal eine Last hier, eine einstellbare Last. Wenn ich jetzt hier Powerbank oder irgendwas testen möchte, ob da wirklich am Ausgang so und so viel rauskommt. Ob die das kann, ist okay. So, wie man schon sieht hier, ich drehe das mal richtig rum. Da kommt die Load, also die Last ran. Die kann bis 5 Ampere hier und 35 Watt. Die Spannung hier dran ist bei der Last 25 Volt. Mehr geht nicht, reicht ja völlig aus. Und ist für Pol geschützt. Am Eingang hier bei der Spannungsversorgung, nicht Eingang, Spannungsversorgung, steht 5 bis 30 Volt. Allerdings bei 5 Volt habe ich schon gemerkt, ist der Lüfter nicht so effektiv. Fängt erst bei 6 Volt so richtig an. Darum habe ich auch, oder besser gesagt, bin ich jetzt dem Thorsten dankbar, weil du hast mir ja die Dinger zugeschickt. Ich werde das Ding mit einer 5-Volt-Quelle versorgen und das auf 6, 7, 8, 9, 10 Volt oder was stellen, ist ja nicht so schlimm. Ein bisschen hochsetzen, dass hier ein bisschen mehr reingeht. Ich habe schon gemessen, bei 5 Volt oder 6 Volt ungefähr nimmt das ganze Teil hier mit Lüfter um die 260 Milliampere. Also das ist nicht so schlimm. Dann haben wir noch einen TXRX-Anschluss. TTL ist das. 9800 Bytes, Bauts, keine Ahnung, ich kann noch mal reingucken. Wenn ihr da die Dings haben wollt, müsst ihr die selber googeln. Ja, TTL ist TTL und 9600 Bytes per Seconds, Databit 8, Stop 1, Checkbit None, Flow Control No. Und dann Serial Port Commands ist Start, Stop, On, Off und dann Set Load Current, Set Low Voltage, Set Over Voltage, Set Over Current, Set Over Power. Maximum Kapazität, Maximum Entladezeit und Reproduction Parameter, irgendwie sowas. Das kann das Ding wohl. So, ich habe eben schon ein Video gemacht, da ist mir ein bisschen was aufgefallen. Deswegen mache ich es gerade neu. Ich kann noch mal hier, das ist glücklicherweise nur gesteckt. Da steckt ein TIP 122 drauf. Ein bisschen Hühnerfutter und da ist der Rest drinne. Ist nur gesteckt, das ist gar nicht mal so schlecht. Aber ihr seht ja, wie ich das Ding nachher im Endeffekt hier auf dem Tisch habe. Und ich habe nämlich auch schon irgendwas ausprobiert. Wollte ich euch zeigen, aber das funktionierte nicht so. Jetzt gebe ich das Ding mal Spannung. Ach so, das ist noch ein Nachteil. Wenn man das Ding anschaltet, es merkt sich den zuletzt gewählten Zustand. Heißt, ob er an oder aus war. So, ich kann jetzt hier schon mal gucken, Watt, wie viel Watt da gerade fließen. Da zählt er aber nicht auf die Zeit. Da zählt er unabhängig, ob eine Spannung anhängt oder nicht. Das zählt er einfach hoch. Kann ich mit lange Power drücken löschen. Bei Stunde, die zählt auch hoch, muss ich auch mal löschen. Da ist Minute, also 1 Minute, 10 Minuten, Stunden und nee, off. Und dann war es das schon. Dann gibt es noch das Menü Overvolted Protect, also über 25,1 Volt am Lasteingang und dann
glaube, es soll das Ding piepen. Ich habe bloß noch kein Piepen hier rausgehört. Current Protection, also wenn er über 5 Ampere geht. Power, also 35 Watt. Ich kann das Ding auch noch begrenzen, dass es nur 25 Watt kann. Also bis 35 Watt kann das Ding wohl ab. Würde ich aber wohl wahrscheinlich nie ganz ausreizen. So, Low Voltage Protection. Geht nur bis 1,5. Und da liegt die Krux drin. Das funktioniert nicht so, wie ich gedacht habe, dass es funktioniert. Ich hatte mir die Bedienungsanleitung schon angeschaut. So, dann bin ich im nächsten Menü Over Amperestunden, also Kapazität, Maximumkapazität, die er rausziehen darf. Die maximale Zeit, die er laufen soll, kann ich einstellen. Das weiß ich nicht, wird nirgendwo beschrieben, gibt es nur 1,0. Was auch immer DAC ist. Doch da ist was. Set Data Group. Ach, Datengruppe ist das. Ja, das ist 0. Und REC. Ja, REC hat er leider irgendwie nichts zugesagt. Da steht nichts zu, was bei REC, was das sein soll. Da steht hier gar nichts zu. Ob nur on-off macht jetzt hier keinen Ja, weiß ich nicht, ob er vielleicht da die Daten speichert und dann lange wieder drauf. So, welches Problem ich habe ist, erstmal können AAA-Batterien, also normale Zellen hier, kann ich die nicht testen. Gut, das ist nicht so schlimm, da gibt es andere Tests dafür. Ich schließe da jetzt mal mein Netzteil an. Das steht jetzt auf 5,24 Volt. Das passt auch von der Spannung her. Und wenn ich jetzt sage, belasse das mit 2 Ampere, sind es ja 10 Watt. Die fallen jetzt auch noch auf 5 Volt runter, weil die Kabel, ja, ist nicht so schön. Ich kann, glaube ich, jetzt auch noch live, ja, ich kann live, kann ich auch noch den Strom einstellen. Das ist das Gute. Er zeigt mir die Watt an. Er zeigt mir dann die Amperestunden an. Bei den Stunden, ja, da läuft jetzt die Minuten hoch. Da muss ich jetzt eine Minute warten, bis da 1 erscheint. Und dann eben, wie viel Ampere. Was er aber nicht macht, was er eigentlich machen soll. Ich mache das jetzt einmal so. Ich habe ja auf 1,5 begrenzt. Ich gehe jetzt mal auf 1, Dings. Dann kommt Low Voltage. Jetzt gehen wir wieder auf 5 Volt. Läuft er jetzt so weiter? Der läuft jetzt so weiter. Tatsächlich. Er sollte jetzt nicht wieder laufen, das ist egal. Fängt er wieder von vorne an. Wenn ich den jetzt wieder... So, wenn ich ihn jetzt auf 0 setze, läuft er trotzdem weiter. Und das ist die Krux dabei. Normalerweise sollte er ja jetzt merken, er ist unter 1,5 Volt und sollte abschalten. Tut er nicht, weil die Powerbanks, die schalten sich ja einfach aus. Da geht ja nicht die Spannung runter. Wenn ich jetzt wieder auf 1 Volt gehe, ups, oder auf 3 Volt, dann fängt er nämlich wieder an. Und wenn ich ihn jetzt auf... Ja. Low Voltage, dann fängt er wieder an, wieder Low Voltage, dann fängt er wieder an. Das ist bäh. Sorry, das ist nicht das, was ich eigentlich wollte. Ich kann jetzt auch nicht gucken, wenn ich ihn jetzt wieder einschalte, dann läuft er weiter. Muss ich ihn erst... Ne. Ist aus. Also das Ding ist... Wie viele Minuten sind wir jetzt hier schon? 10 Minuten, ist egal. Ich den jetzt nochmal einschalte.
fängt der Lüfter an. So, und jetzt ist er unter. Dann springt er wieder hoch. Das ist für Akkus ist das auch nicht schön. Also für Akkumessung ist das auch nicht schön. So. Jetzt fängt er wieder an. Jetzt läuft er wieder los. Er sollte sich eigentlich dann abschalten. Und eigentlich auch die Amperestunden speichern. Ja. Leider ist das Ding nicht so zu gebrauchen, wie ich dachte. Tja. Gut, ich kann es trotzdem gebrauchen, das ist nicht das Problem. Wenn ich jetzt hier gucken will, zum Beispiel hier von Thorsten, seinen Dingern hier, wenn ich da eine Last drauf gebe, von 1 Ampere, 2 Ampere oder sowas, wie die Ausgangsspannung sich verhält, kann ich dann schön regeln. Ich kann auch gucken, ob die Powerbanks hier, ich mache mal wieder ein bisschen mehr, ob die auch wirklich das rausgeben, was sie rausgeben sollen und ob die Spannung fällt oder nicht. Das ja, aber leider tut es das nicht so, wie es eigentlich machen sollte, wie es eigentlich auch in den Kommentaren bei Amazon dazu stand. Das Ding hat mich jetzt mit Versand 23 Euro gekostet. Naja, gut. Ist nicht so viel Geld, kann man mit leben. Habt ihr auch gesehen, ich habe da ja schon fertig gedruckt. Ja, das wollte ich euch mal zeigen. Ja, und wie das Ding nachher fertig aussieht. Ja, da kann ich jetzt leider nichts bei tun. Das ist nun mal halt leider so passiert. Also muss ich mir doch noch mal ein anderes Teil besorgen. Für die Sachen, die ich machen wollte, noch nebenbei. Na gut. Werde ich bei Ali bestellen. Bei Ali sind sie nicht so teuer wie bei Amazon. Dann werde ich jetzt noch den Rest machen. Sprich hier die Stromversorgung für das Ding fertig machen und das Gehäuse-Dings da und so weiter. Und dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.
So, hier ist jetzt das Plastikteil, das hatte ich ja fertig gedruckt und jetzt machen wir mal die Elektronik dafür fertig. Und Thorsten, dafür ist das hier jetzt ganz gut. Jetzt kommt da jetzt hinein, weil ich habe nämlich mitgekriegt, dass bei dem Teil 6 Volt besser gehen als 5 Volt. Es soll ja von 5 Volt bis 30 Volt gehen, aber bei 6 Volt geht es besser, auch wegen dem Lüfter. Und da ich ja hier mir gedacht habe, ich nehme Micro-USB, da habe ich ja genug Kabel und Netzteile habe ich ja auch, werde ich das jetzt alles hier ablöten, was ich nicht brauche. Dann kommt da Micro-USB da so hinten rein und darüber und dann in das Ding hinten rein. So, was anderes werde ich damit nicht machen. Und dann werden wir das Ding auch noch ausprobieren. Also ich mache jetzt erstmal die Elektronik fertig. Das heißt erstmal das hier alles ablöten, was ich nicht brauche. Das mache ich off-cam, das mache ich nicht per Kamera. Wenn ich soweit fertig bin, dann zeige ich das. Bis nachher gleich. So, und dann habe ich das alles abgelötet, was man nicht braucht. Hinten auch, da war ja schon was ab. Hier habe ich schon ausgemessen, wo Plus und Minus ist. Ist auch nur Plus und Minus angeschlossen. Versuche mal hier zu zeigen. Das Pad hier außen, das ist Plus und das andere Pad ist Minus. Da habe ich hier am IC einen Anschluss, das ist Plus und noch einen Anschluss bei Minus. Da löte ich jetzt ein dünnes Kabel drüber zu... Jetzt habe ich das da reingedrückt? Nee. Zu dem Eingang hier. Und das war ja da rein. Und am Ausgang, wie ich ja schon gezeigt habe, ist ja hier Plus, Minus, N. Werde ich dann gleich fertig machen. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich das soweit verzinnt. Ist ja jetzt nur dünnes Kabel. Wie ich ja gesagt habe, sind ja nur so beim Lüfter so 250, 270 mA, wenn das Ding läuft. Wenn der Lüfter angeht, hier an dem Teil. Ansonsten ist es ja weniger. Da noch Kabel raus. Da muss ich noch ADN-Hülsen nachher drauf machen und dann kann ich das hier nachher reinschrauben. Das geht jetzt leider von da hinten nach darüber. Ja, und weiter kann ich dann auch noch nicht machen. Ich muss erst mal gucken, dass ich die Buchsen kriege, diese Bananenbuchsen oder wie die heißen, die 4 mm. Habt ihr ja wahrscheinlich auch in dem Video hier gesehen, dass ich da einmal kurz Pause gemacht habe. Da musste ich erstmal nachgucken, was die jetzt für einen Durchmesser haben. Ich habe jetzt vorsorglich 5 mm gemacht. Ich wollte erst 6, ich habe 5 gemacht. Aufbohren kann ich immer noch. Nur kleiner machen kann ich nicht. Nachher. So. Das mache ich dann jetzt soweit fertig. So. So sieht das Ding jetzt aus. Ziemlich hell. Von vorne. Von hinten ist es dann so. Eben USB da rein und ich weiß nicht wie viel jetzt. Ich habe hier 7, 8, 9, 10 Volt. Keine Ahnung, was ich da am Eingang habe. Irgendwie grob eingestellt. Wie gesagt, die Dinger muss ich mir noch besorgen, dass ich da eben auch Stecker ranstecken kann. Das ist jetzt hier. Zur Not geht ja erstmal so Kabel anschließen, ist ja nicht so schlimm. Und ja, den Rest habe ich euch ja erzählt, beziehungsweise erzähle ich euch nachher gleich. Oder habe ich erzählt, keine Ahnung. Na gut, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.